Hallo zum letzten Aufgebraucht-Video in diesem Jahr. Und ja, ich habe einiges wieder aufgebraucht, was ich in Form von Kurzvideos schon vorgestellt habe, falls du die schon gesehen hast vielleicht. Man hat ja in diesem Kurzvideo nur eine Minute Zeit und dann nehme ich immer drei Produkte dran. Ich würde gerne einfach noch ein bisschen ausführlicher heute über die einzelnen Sachen sprechen und wie sie mir gefallen haben. War doch ein bisschen was, war aber ein Jahr, wo ich sehr viele Produkte getestet habe und es hat sich nach unwahrscheinlich vielen Ansammlungen gefühlt, sodass ich ja jetzt auch wieder die Aufbrauch-Challenge mache. Ich würde einfach sagen, bevor wir lange ins Labern kommen, da haben wir heute einiges zu tun. Ketozolin. Ich habe immer ein bisschen Probleme mit meiner Kopfhaut, gerade was so Pilzinfektionen betrifft und so. Und da einfach ab und zu mal mit dem Ketozolin waschen. Ich habe das standardmäßig zu Hause und wenn du halt eben auch so eine Haut, die zu Schuppen neigt, hast, du musst aber nochmal unterscheiden zwischen trockenen und fettigen Schuppen, ne? Und dann sind es die fettigen und dann sind es meistens halt immer die Pilze. Und da hilft so ein Ketozolin echt gut und ich habe es einfach standardmäßig bei mir zu Hause im Regal stehen, dass wenn ich mal wieder merke, ah, meine Kopfhaut macht wieder nicht das, was sie machen sollte, dann, das zeigt sich meistens bei mir durch Haarausfall, also die Haare brechen dann ab und dann weiß ich immer, ja, momentan nicht so gut. Die Creme taucht im Adventskalender auf, die habe ich noch nicht so ganz los. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie nicht mochte, aber es ist nicht meine Lieblingscreme. Na, also, sie ist ganz toll, wenn du irgendwie auch auf Ceramide stehst und deine Haut irgendwie mit Ceramiden gut zurechtkommt. Ich würde mir die für das Geld nicht kaufen, weil eben Balea auch jetzt eine richtig tolle rausgebracht hat. Also nach dem zweiten Päckchen oder der zweiten Tube, die ich jetzt aus dem Adventskalender irgendwann holen werde, ich weiß nicht, wo sie drin ist, aber sie ist drin, ist aber dann Schluss. Ne? Also ich würde gerne noch die Vitamin C und die mit der Hyaluronsäure ausprobieren. Es sollen beide in Ordnung sein. Cremes muss man halt wirklich ausprobieren und für mich funktioniert halt einfach die nicht so 100%. Ich bin halt nicht überzeugt von der. Ich habe von, das war Rossmann Eigenmarke, oder? Ja. Weil es meine nicht gab, habe ich die Zahncreme mal ausprobiert. Oh, ist okay. Aber meine Polar Punch ist immer noch die beste. Ich greife immer meistens zu anderen Zahncremes, wenn es meine Polar Punch nicht gibt. Die ist okay gewesen. Hat ihren Job gemacht. Wo ich ganz froh war, dass ich das jetzt leer gemacht habe. Der Azelain Booster mit einem Derivat. Essence hat jetzt so eine neue Serie raus, die es nur online gibt und die verwenden tatsächlich 10% Azelainsäure. Das ist hier noch nicht mehr enthalten. Ich finde es immer ein bisschen schade. Sie wollen immer mit den guten Inhaltsstoffen so ein bisschen, es ist ja auch Marketing, am Ende darf man das auch nicht vergessen. Ne? Aber wenn hier halt nur ein Derivat drin ist, dann kann das halt nicht so wirken wie jetzt Azelainsäure und relevant wird jetzt Azelainsäure halt erst ab 10%, ne? Also wirkungstechnisch. Alles andere wirkt halt nur hautberuhigend. Und für mich hat Azelainsäure bis jetzt noch nicht so viel gemacht, weil ich eben keine Haut habe, die zu Pickeln neigt. Da ist das Azelainsäure einfach besser. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Fand es aber so vom Look her und von der, ja, also von der Konsistenz fand ich es ganz nett, muss ich sagen. Also, wenn du es mal ausprobieren möchtest, du wirst aber nicht die Wirkung haben, die Azelainsäure hat. Na, also, da musst du von abkommen. Oh, der ist schon lange hier drin. Der Reinigungsschaum. Ich bin überhaupt niemand, der gerne Reinigungsschaum verwendet, muss man an der Stelle sagen. Na, also, der ist neu rausgekommen gewesen und ich mir halt gedacht, ah, probier's mal. Aber das ist gar nicht mein Ding. Und das war auch schon früher nicht mein Ding. Wer mit sowas zurechtkommt, super. Ne? Also die können auch echt gut mild formuliert sein. Das war jetzt mit AHA und BHA, aber in einer recht niedrigen Dosierung. Ist halt für mich auch fraglich, ob das dann wirklich bei einer unreinen Haut wirkt. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, gerade was Duftstoffe etc. betrifft. Gerade wenn du Akne hast, dann sollst du auf Duftstoffe und Alkohol wirklich achten. Ich denke, was ich mir damals alles angetan habe mit Cleracil und Co.
Der Deo von Rossmann war auch nicht schlecht. Also den werde ich mir nachkaufen, sobald jetzt mein anderer leer ist. Ich habe gerade einen von DM wieder. Da achte ich halt schon immer darauf, dass ich da was verwende, was ohne Aluminium ist und sprühmäßig, eben nach dem Sport und so. Ich hoffe, ich darf jetzt bald mal wieder Sport machen. Ja. Standardmäßig, was ich eigentlich immer da habe, ist das hier. Das wird auch später wieder nachgekauft, wenn die anderen Sachen mal leer sind. Was ich schade finde, von No gibt es so ein Gel-Cleanser. So wie ich das liebe, für einen Abend. Oh, glaube ich, bestellen wir den mal. Bin ich mir echt, glaube schon ziemlich sicher. Das war eher für den Morgen. Und ich bin mir auch so am überlegen, ob ich mir für den Morgen nicht mal wieder ein Waschgel her tue, wo eben keine Säuren drin sind. Weil es gibt halt doch auch Inhaltsstoffe in meiner Hautpflege, die Säuren nicht so geil finden. Ne? Und wenn ich da jeden Morgen dann ein Waschgel mit Säuren verwende, klar, es kommt gleich wieder runter, ist jetzt nicht so das krasse Ding. Ich komme damit richtig gut zurecht. Du kannst mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie du mit dem Produkt hier klargekommen bist. Was ich für meine Kopfhaut eigentlich immer hier habe, ist das Age Performance Serum. Das heißt jetzt ein bisschen anders. Sieht auch ein bisschen anders aus. Nicht wundern. Das gibt es immer noch. Ich liebe das halt für die Kopfhaut. Funktioniert bei mir echt gut und ich habe nicht allzu strähnige Haare. Ist halt immer so eine Sache mit Glycerin und so. Wenn du Glycerin auf die Kopfhaut gibst, kann es halt immer so sein, dass du irgendwie ein bisschen strähnige Haare kriegst davon. Aber das hat sich nach einem Tag wieder gelegt. Ne? Also es ist nicht so wie mit öligen Konsistenzen. Aber Glycerin trocknet halt strähnig an meinen Haaren. Aber es kommt auch gut auf der Kopfhaut. Ne? Also du kannst die Sachen fürs Gesicht auch gerne auf der Kopfhaut verwenden. Sofern keine Duftstoffe und kein Alkohol drin ist. Oder sonst irgendwelche reizenden Stoffe, die du nicht verträgst. Ne? Da haben wir schon die andere Zahncreme, Polar Punch, meine Lieblings, die ich glaube ich schon seit ewig verwende. Ich liebe die, die erinnert mich halt an Eisbonbons. Die habe ich halt früher echt immer geliebt. Vor kurzem erst leer gemacht, eins von den Isana Med Shampoos. Ich finde das tatsächlich von Balea besser. Also ich werde die in Zukunft auch nicht mehr nachkaufen, weil Balea tatsächlich ein bisschen milder formuliert ist. Und damit komme ich einfach auch richtig gut zurecht. Bei mir ist halt dieses Ding, ich habe keinen Rossmann vor der Tür und muss immer in die nächste Stadt fahren. Von dem her, nö. Auch mal wieder leer gemacht, Isana mit Waschstück. Die sind auch ganz toll. Günstiger sind die aber von Balea. Ich mag die aber lustigerweise tatsächlich mehr, muss ich sagen. Leider teurer geworden. Das letzte Mal gab es das nicht in meinem Rossmann vor Ort. Fand ich voll komisch, weil ich wollte mir das und meine normale Sonnencreme von Sonnenozon nachkaufen fürs Gesicht. Und das gab es nicht. Ich bin mit der echt gut zurechtgekommen. Die Review ist ein bisschen untergegangen, was mich wundert. Hast du die Sundrops mal ausprobiert? Die sind ein bisschen reichhaltiger. Macht aber im Endeffekt wirklich nichts, weil es lässt sich echt gut auftragen. Und man kann grob sagen, eine Pipette voll ist ungefähr 1 Gramm. Ich glaube, das war so. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Scheiß erzählt. Leer gemacht habe ich auch und das fehlt mir gerade schon wieder so ein bisschen. Da bin ich gerade am gucken, ob es vielleicht nicht aus dem Adventskalender rauskommt. Das BHA, der Liquid Refiner. Wenn es nicht aus dem Adventskalender rauskommt, werde ich den mir mal wieder nachkaufen, weil das kommt für mein Gesicht halt richtig gut, weil ich halt schon größere Poren auf der Nase habe, hier in dem Bereich. Und das wirkt bei mir halt in die richtige Richtung, weil es eben die Poren richtig schön reinigt. Wenn ich dann noch Niacinamid dazu verwende, ist es halt eine richtig gute Kombi. Und das war halt echt ein sehr gutes Produkt. Ein gutes Öl, was sich immer wieder lohnt, ist das Isana Reinigungsöl. Da ist jetzt auch der Duftstoff weg, was mir entgegenkommt. Ich mochte ja das Pets Himbeeren nicht so. Wir haben
Ach, was sollte das riechen? Wildrose oder irgendwie so? Ich habe keine Ahnung mehr. Bin ganz froh, dass der Duftstoff verschwunden ist. Ich nehme entweder das von Balea immer, dieses lilane standardmäßige, oder das hier, weil das stimmen halt einfach auch die Emulgatoren. Emulgatoren, das war jetzt ein schwieriges Wort. Leer gemacht habe ich auch. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wann das passiert ist. Mein Deo. Ich habe mir das andere gekauft, also diese andere Sorte, Sensitive von Lavera. Ich mag die Creme-Deos echt gerne und für mich hat dieses Sensitive-Deo von Lavera einen Stellenwert. Ich habe es ja in meinem Favoritenvideo gesagt. Ich habe durch Covid ein bisschen länger meinen Geruchssinn verloren gehabt und es ist noch nicht alles da wieder, das ist leider schade, und habe dann mit dem Deo immer so ein bisschen getestet, ob mein Geruchssinn wiederkommt. Deswegen hat es für mich so ein bisschen so einen Stellenwert, so, weil ich damit halt auch geübt habe und mein Geruchssinn auch so ein bisschen getestet habe. Kommt's wieder, kommt's nicht? Leer gemacht habe ich auch, das habe ich schon zweimal jetzt oder dreimal verwendet, das Vitamin C Serum von Cadea Vera. Mag ich ganz gerne, kann ich mir auch vorstellen, dass ich mir das nochmal kaufe. Aber die Konsistenz mag nicht jeder, weil die schäumt, das schäumt tatsächlich ein bisschen auf der Haut. Kommt darauf an, wenn deine Haut drunter feucht ist und du trägst das auf, dann wird es ein bisschen schaumig, was der ein oder andere nicht so gerne mag. Ne? Also von der Funktionalität von diesen Cadea Vera Sachen, die sind noch nicht so hundertprozentig ausgereift, habe ich so das Gefühl. Aber es ist ein tolles Produkt. Sonnencreme-technisch gab es auch bei Colicure etwas. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass ich mir die nochmal nachkaufe, wenn es irgendwie ein tolles Angebot gibt oder so. Aber im Moment ist mein Interesse auf so vielen Produkten, dass ich zum Nachkaufen gar nicht mehr komme. Aber ich bin echt gut damit klargekommen. Da war ja die Diskussion, die funktioniert nicht richtig, die blättert von der Haut weg. Und dann war das irgendwie so, dass Influencer ein Muster bekommen haben, das aber hier nichts mehr mit dem Muster zu tun hat. Die haben sich auch, die sahen auch unterschiedlich aus. Auf meiner Haut hat es ganz gut funktioniert. Ich war ganz froh. Und ja, ich überlege mir nicht ohne Grund, sowas nachzukaufen. Wenn es mal wieder passt, hole ich die auf jeden Fall. Das hier fand ich nicht so gut. Also so von der Leichtigkeit her ist es ein tolles Serum, aber der Duft geht gar nicht. Ist zwar nur mild parfümiert, aber dennoch, boah, also es riecht einfach, passt erstens nicht der Duft. Also, das riecht irgendwie so parfümmäßig, Männerparfümmäßig, ist so meine Meinung. Wir haben hier das gleiche Outfit wie bei dem Vitamin C Serum. Aber, also wie gesagt, der Duft geht gar nicht. Überhaupt nicht. Wenn der Duft nicht wäre, dann wäre das auf jeden Fall wesentlich cooler. So, letztes Serum. Und das habe ich auch im Adventskalender. Also im Adventskalender war so ein Heftchen dabei und ich habe hinten gesehen, das kommt auch raus. Eventuell. Mal schauen. Also ich mochte das echt gerne. Ne? Also, aber das ist halt so ein Serum, das mag Säure nicht. Und wenn ich morgens das auftrage, weil es ist ein Antioxid-Serum und du willst so ein bisschen auch deinen Sonnenschutz pimpen mit sowas, dann darfst du halt nach Möglichkeiten, solltest du dann halt nicht Säuren am Morgen anwenden. Ne? Das ist halt immer ein bisschen ungeschickt. Ich habe es am Anfang einfach trotzdem gemacht. Und das ist ein knallgrünes Serum, was echt witzig ist. Und ich habe es geliebt und es spricht für sich, dass ich das halt so schnell leer gemacht habe, muss man schon so sagen. So, die Tüte ist leer. Ich hätte noch mehr aufbrauchen können. Das letzte Video ist aus dem August gewesen. Wie sieht es bei dir aus? Gab es irgendwelche Produkte, die du auch verwendet hast und mit denen du gut zurechtgekommen bist oder wo sich deine Meinung geändert hat? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video bezüglich Aufbrauchen gibt es aber erst wieder 2024. Tschüss!